Willkommen zu Hause, Mann. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen eingespielt Video, und zwar zu Weedcraft. Der Name sagt eigentlich schon viel aus. Man muss Gras anbauen. Und ja, das Ganze dann erweitern und ausbauen, und Intrigen und Politik kommen da auch nicht zu kurz, glaube ich. Ich wünschte, die Umstände wären anders, aber Papa ist fort und daran können wir nichts ändern. Immerhin musst du dich jetzt nicht mehr mit dieser beschränkten Würstchenlehre rumschlagen. Betriebswirtschaftslehre. Bedauernswerte, wahnsinnige Lehre. Ist klar. Naja, ich weiß, du wolltest weiter studieren, aber es ist besser, was zu machen, als nur darüber was zu lernen. Was soll das denn heißen? Das soll heißen, dass ich eine Geschäftsidee habe. Lass mich raten. Es geht dabei darum, jede Menge Gras zu rauchen. Tausch das Verb aus, dann hast du's. Komm, ich will dir was zeigen. Ja. Die Heimkehr. Betritt den Anbauraum im Haus deiner Familie. Das ist das wohl. Anbauraum. Betreten. Ja. Noch steht nichts da. Meine Güte, wusste Papa von dieser Sache? Das ist also unser Bruder wahrscheinlich. Ah ja, genau. Hier steht es ja auch. Das war eine gute Alternative zu Opioiden und Benzodiazepinen. Was auch immer das ist. Opioide? Papa hat Opioide genommen? Die Ärzte haben ihm Percocet und Oxycodon für die Schmerzen verschrieben, aber der Kram hat ihm Verdauungsprobleme gemacht. Außerdem ließ die Wirkung immer mehr nach. Nach ein paar Monaten war er nur noch ein Schatten seiner selbst. Deshalb habe ich angefangen anzubauen. Komm schon. Mit deinem Talent fürs Geschäft und meinem für zwielichtige Angelegenheiten könnten wir den Grasmarkt in der Stadt übernehmen. Ich wollte gerade eine neue Charge anbauen. Komm, ich zeig dir, wie das geht. Wenn du nicht willst, dann, dass uns das Licht abgedreht wird, müssen wir eine Menge Gras anbauen. Ja. Baue zwei Cannabispflanzen an. Pflanzen wachsen und beleuchten nicht, ja, das ist klar. Und manchmal baue erstmal hier Gras an. Reggie, das ist die einzige Sorte, die ich gerade habe. Es gibt ja hier auch mehrere Sorten. Ich mach einfach mal. Das ist Medium. Also Magererde, okay. Ja, Preis 0 Euro, 0 Dollar meine ich. Das spielt ja alles in Amerika, ja, nicht in Europa. So, Anbau starten. Brauchst mehr Licht? Okay, warte mal, ich mal. Hier ist auch noch was. Reggie, Sorte, Erde, Sorte. Anbau starten und jetzt das Licht. Eine rostige Lampe, die muss erstmal reichen. So, jetzt muss ich, vorspulen. Gießen muss ich auch. Zack. Und zack. Und schneiden. Ah ja, es ist. Jetzt kann ich auch schon schneiden, glaube ich. Oh, zu wenig. Halten und im richtigen Moment loslassen. Perfekt. Perfekt. Ah ja, jetzt wächst. Mein Pflänzchen. Ist das jetzt schon fertig ausgewachsen? Ich habe keine Ahnung vom Anbau. Ich mache das ja nicht. Ich habe auch eigentlich nichts zu tun mit dem Unkraut.
das hier. Der Wachstumsfortschritt, die Dauer wird von der Wachstumszeit bestimmt. Kann aber durch mal manipulieren verkürzt werden. Okay. Also durch das Schneiden hier. Oh, die wachsen hier, wie? Uff. Aber wie soll ich wissen, wann das zu viel Wasser ist und zu wenig? Perfekt. Komm nochmal. Steckst Wasser drauf. Ah, hier, ja, das ist anscheinend der Wasserstand. Das wächst ja schon reichlich gut. Was? Fertig? Anscheinend schon. Hab ich 50 und hier 100. Okay, Ziele erfüllt. Gute Arbeit, Wachstum ist wichtig. Du bist mit 24 weise geworden und hast nur einen halben Abschluss in NDWL in der Tasche. Während du so über dein Leben nachdenkst, fragst du dich, ob das Licht, das du siehst, das Ende des Tunnels ist. Oder Clyde, der mit seinem Handy rumspielt. Clydes Pläne sind zwar illegal, aber sie werfen Geld ab und tun niemandem weh. Das $10 habe ich nur. Also ich denke mal, das ist der Verkauf. Okay, die Ente ist bereit. Zeit, das Grünzeug zu Geld zu machen. Achso, okay, jetzt geht es. Dann mal los. Keine Sorge, ich habe mit meinen Jungs am Markt gesprochen. Da ist es sicher und sie werden dir keine Probleme machen. Wenn wir das Gras verkauft bekommen, können wir ein richtiges Geschäft aufziehen. Jetzt geht's ans Wirtschaftliche. Erstmal eine weitere Pflanze anbauen. Die auch noch. So. Nach Flint gehen. Das ist die Stadt, oder? Und hier ist der Markt. $500, habe ich denn $500? Wo ist mein Geld? Ah, hier, 2000. Oh ja, fast 3000, das reicht. Du kannst mit deinem Dealerplatz illegal Gras verkaufen oder dir eine Lizenz besorgen, sofern das Gesetz es zulässt. Ja, ist das Gesetz denn so in Amerika, dass man das darf? Weiß ich nicht. Biet hier Reggie auf dem Marktplatz zum Kauf an. Charge abliefern. Hier. Ah, okay. Ah, gut. Ja, mein Zeug ist ja noch armselig, aber jetzt kann ich auch den Preis. Ha. Ja, Obdachlose. Preisgrenze sind $15, ungewöhnlich. Also die Obdachlosen, die wollen wahrscheinlich nur mein armseliges Zeug haben, also lasse ich das mal bei $8. Unternehmung erweitern. Die Qualität ist echt miserabel, aber der Preis ist okay, ja. Oh, jetzt $800 verdient. Krass. Und gleich mal 100 Gramm Gras verkauft. Nicht übel.
Kann ich jetzt wieder reingehen? Rack, meine Menge im Lager. Obdachlose. PTBS-Patienten, Kleinkriminelle, Künstler, Metal-Fans, gewöhnliche Leute, Krebspatienten, Sportler und Prominente und Touristen. Ah, okay. Ja. Cannabis-Akzeptanz plus 1. Erdig. Geschmack. Ich weiß noch nicht, was die hier von mir wollen. Aber ich werde es herausfinden. Kommt jetzt nochmal jemand an hier und kauft mein Gras? Oh. was habe ich jetzt gemacht? Achso, jetzt habe ich, jetzt kann ich noch eine Charge anlegen. Aber ich habe ja gar keine. Ich habe jetzt keine Ahnung. Was sie hier wollen. Wie kann ich jetzt wieder in meine Wohnung reingehen? Versteckter Anbau. Anbauraum betreten. Okay. Kann ich nämlich noch mal gießen? So. Ja. Der Wachstum geht noch. Ha. Mann, warum bekomme ich die anderen 50 Gramm Gras verkauft? Ach nee, ich habe ja. Hatte ich nicht. Ich hatte ja nur 100 Gramm. Oder? Kein Vorrat. Stimmt. Gar kein Vorrat mehr, stimmt, ja, da muss ich erst noch wachsen lassen. Was ist das denn? Achso, jetzt ist fertig. So. Ich hätte gerne was von dem Reggie. Der hat nur 12 Gramm geholt, aber da hat so ein Straßenpenner gleich mal 100 Gramm geholt. Na, jetzt geht's los hier. Endlich habe ich was gefunden, das erdig schmeckt. Richtig geil, ja. Yeah. Oh, sie 704. 88 Gramm will er gleich haben. Also, Ziel erfüllt. Gute Arbeit. Wer ist verzweifelter... Was als verzweifelter Traumanfänger ist zu etwas viel Größerem geworden. Ähnlich wie Clyde, der auf seine eigene Art erwachsen geworden ist. Ja. Kann ich eine neue Sorte herstellen? Schmeckt nach Zitrone. Macht antidepressiv. Zufrieden. Und erregt. Gute Arbeit, es läuft. Aber damit will ich nicht mich nicht zufrieden geben. Das ist Bums. Was? Bums? Bums. Er verkauft hier schon so lange Gras, er gehört praktisch zum Inventar. Er kann uns helfen, uns weiterzuentwickeln. Was geht, Leute? Euer Produkt ist nicht übel, aber ihr müsst es zu den richtigen Leuten bringen.
Ich kann euch zeigen, wie ihr eure Kunden besser versteht. Sind wir nicht Konkurrenten? Nee, nicht mehr. Es wird bald alles legalisiert und dann macht es Puff. Und der illegale Markt ist erledigt. Und dann heißt es, auf Wiedersehen, Dealer. Hallo, Bewähler. Ist nicht böse gemeint. Dann mal los. Die Obdachlosen auf dem Markt sind mit eurem Reggie vielleicht ganz zufrieden, aber Sportler sind da schon etwas anspruchsvoller. Ihr müsst ihnen ein bisschen Auswahl bieten. Demografie, Angebot und Nachfrage, das verstehe ich. Leider kann ich im Moment nur Reggie anbauen. Mann, ihr seid ja echt Amateure. Ihr habt ja ein paar Super Lemon Haze Samen. Also los, dann macht euch mal an die Arbeit. Es gibt eine Strandliege in der Karibik, die auf mich wartet. Lustig. Erweitere deinen Anbaubereich im Haus. Ja, kann ich gleich mal machen. Und Nehmung erweitern für 2000. Ja, das mach ich mal. So. Ja, warte mal. Oh, das ist jetzt viel. Kann ich hier Super Lemon Haze herstellen. Und Magerde, ja, das. Mehr habe ich ja nicht. Achso, ich brauche mehr Licht. So, achso. Anbau starten und da habe ich auch noch nicht gemacht. So. Die Grasproduktion läuft. Das Spiel gibt's auf Steam, wie immer, wenn ich was spiele, oder wie meistens. Kann ich das dann noch später irgendwie automatisieren? Oh, gut. Irgendwelche Mitarbeiter einstellen oder sowas in der Art? Ich hoffe es mal. Warum kann ich denn die? Ah ja, die kann ich ja nicht gießen, weil die ja schon ausreichend gegossen sind, glaube ich. So. Die sind schon fertig. So, hier lasse ich das mal so angebaut, weil ich will ja auch die... Ach so. Ich will ja auch die Penner dann ein bisschen... Also, wenn ich jetzt nur das Zitronenzeug anbaue, dann sind die Penner ja nicht ganz zufrieden, denke ich mal. Muss halt auch flexibel agieren. Kunden möchten dein Produkt kaufen. Nein, warte mal. Natürlich. Was ist das hier?
das läuft doch. Mein Anbau. Oh, da ist schon was. Fertig. So. Fache 50 kam Super Lemon an Sportler. Für mindestens 18 Dollar. Ja, warte mal. So, wie kann ich jetzt hier, hier. Kann ich hier noch? Nee. Hier kann ich noch was reinstellen. Super Lemon Haze. Und das. Komm ich für 18. Sportler möchte mein Produkt kaufen. 32 Gramm für 500 Dollar. Habe ich noch was übrig? 128 Gramm, okay. Ah ja. So, weiter geht's zum Anbau. Eine Pflanze ist erntereif, was? Schon? So schnell? Okay. Mann, das nervt, wenn die Kunden ständig was kaufen wollen, ja. Ich muss immer dahin datteln. Aber so ist das halt am Anfang wahrscheinlich. Ja, aber später habe ich bestimmt mit Mitarbeiter. Und dann irgendwann ein eigenes Imperium. Und dann kann mich nichts mehr aufhalten. Ups, nein. Oh. Immer ran mit der Kohle hier.
Also muss ich das jetzt... Ich kann auch auf das Schneiden verzichten, bestimmt, aber da dauert das halt... bestimmt länger, das Ausgewachse, oder? Gucken. Oh. Dick. So. Und die sind auch fertig. Okay, das läuft doch wie geschmiert hier. Die Kohle fließt auch. Ja, Ziel erfüllt. Gute Arbeit. Du dachtest, Geschäfte zu machen, das hieße, andere bei der Arbeit zu überwachen. Stattdessen musst du dir den Arsch aufreißen. Mann, so hattest du dir das nicht gedacht. Immerhin ist es schön, die Früchte deiner Arbeit zu sehen, auch wenn sie illegal ist. Okay. jetzt kann ich... Oh, noch eine neue Sorte. Northern Lights. Erdig schmeckt sie. Man kann damit abdriften und ist schmerzlindernd. Also ja, was für Krebspatienten vielleicht. Kaufen. Natürlich. Ach so, ich kann. Okay, die kann ich jetzt noch nicht kaufen. Indica, süß, abdriftend und schmerzlindernd und entspannter Körper, die wäre besser gewesen, glaube ich. Wo gibt's denn Rezepte? Ich sage euch das nur ungern, aber ihr habt Probleme. Sean Sponge treibt sich in der und um die Stadt herum. Sie könnten auf die Idee kommen, in unserem Gebiet verkaufen zu wollen und ihr Zeug ist deutlich besser als eures. Das gibt Stress. Können wir sie nicht irgendwie loswerden? Was sollen wir jetzt machen? Ein paar Schläge anheuern? Immer mit der Ruhe, Scarface. Wenn du bei sowas nicht aufpasst, kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Und wieso solltet ihr euch Feinde machen, wenn ihr sie auch zu enttäuschten Verlierern machen könnt? Also, was sollen wir machen? Ihr werdet nichts verkaufen, wenn diese Typen direkt neben euch stehen und besseres Zeug im Angebot haben. Ihr müsstet zumindest auf ungewöhnliche Qualität kommen. Das sollte helfen. Okay. Wie? Dafür brauchst du mehr Nährstoffdünger. Die Qualität hängt vor allem von den Nährstoffen im Boden ab. Und da braucht es die richtige Mischung aus Stickstoff, Phosphat und Kalium. Ich weiß noch, dass ich bei Super Lemon Haze immer 7 Teile Stickstoff und einen Teil Phosphat genommen habe. Aber die Kaliummenge habe ich nie richtig hinbekommen. Okay. Also nächstes Ziel. Die Nährstoffversorgung. Auf 7 Teile Stickstoff und einen Teil Phosphor her. Alter, das wird ja jetzt auch mal richtig kompliziert. So, sieben Teile Stickstoff. Und ein Teil Phosphor. Und Kalium? So, dass du 50 Gramm Super Lemon Haze von ungewöhnlicher Qualität erhältst. Also da muss ich rumprobieren, was das Beste ist. Für alle verwenden. Ja, da muss also die Qualität muss auf ungewöhnlich sein. Normal. Hm.
Klimabedingungen. Stickstoff, Phosphor, ja, das ist die Frage. Das ist noch nicht geklärt, ob das jetzt normale Qualität ist. Das ist okay. Kann ich das hier auch machen? Ne, das ist ja egal. Die zwei ist das in der Inno für Leute, die wenig Geld haben. Na, das hier? Naja, das muss ich noch rumprobieren. Aber das mache ich nicht mehr in diesem Video, sondern. Keine Ahnung. Vielleicht mache ich ja noch einen Stream, keine Ahnung. Ja, das. Dann viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Spiel gibt's auf Steam. Ich speichere mal. Mero. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Spiel. Ciao.